Da ist er. Insider Prototyp Nummer 2. So. Da wollen wir mal schauen, ob die Änderungen, die ich jetzt gemacht habe, gut waren oder eher nicht. Wir werden sehen. Auf geht die wilde Fahrt! War schon mal leichter Rückenwind beim Start. Man direkt, ui, das sieht aber doch auf Anhieb gar nicht mal so schlecht aus. So auf den ersten Blick. Ja, was ich gerade meinte, war die Kappenkrümmung. Die wirkt jetzt erstmal so auf den ersten Blick homogener. Das ist schon mal schön. Könnte ein bisschen viel gewesen sein, die Änderungen, die ich gemacht habe. Und am Außenflügel ist definitiv zu viel. Er winkt mir ein bisschen zu stark. Sagen wir es mal so. Da muss ich noch mal ran. Die Bremsleinen sind jetzt etwas zu stramm, würde ich sagen. Die kann man auch noch mal etwas lockerer machen. Die Hinterkante wirkt ein wenig herabgezogen. Mal gucken. Hängen ein wenig durch. Ich glaube, das sind gar nicht die Bremsleinen als solche. Doch, sind die Bremsleinen. Aber das Steuerverhalten ist schon einfach sehr, 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 sehr schön. Also die Trimänderung, die hat es auf jeden Fall gebracht. Das passt. Die Eigenschaft hat er behalten, das ist schon mal schön. Das ist immer so ein bisschen so ein Glücksspiel mit dem Helikopter. Das ist ja nichts, was der Schirm können muss. Und ich freue mich immer, wenn ein Schirm sehr gut helikoptert, wenn er dann fertig ist. Aber da wird der Schirm nicht drauf hin entwickelt. Boah, ist das ein interessanter Himmel, das sieht so geil aus gerade. Nochmal so einen Fotovorbeiflug hier machen. Es könnten geile Aufnahmen geben. Vielleicht nochmal andersrum machen, dass man den Schirm von vorne sieht gleich. Also mit Sonnenbrille wirkt das schon mal ziemlich cool. Ob das gleich so cool dann auch auf den... Es sieht schon geil aus. So, mal beschleunigen. Achtung, voll durchbeschleunigt. Ja, das war klar, dass die Ohren jetzt anfangen zu schlagen, wenn die im Normalflug schon schlagen, dann beschleunigt er erst recht. Alter, lässt er sich sehr gut. Alter, der lässt sich so geil halten im beschleunigten Steigen. Wahnsinn. Sind jetzt 3,5 Kilo Fluggewicht. Das ist ein Pear XL Pro Ultralight mit 4S 16.000 mAh und Kunststoffkäfig. Genau 3,5 Kilo. So, jetzt nochmal. Voll beschleunigen, zack. Alter, geht ja auf die Nase. Die Gleitzahl bleibt auch sehr, 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 sehr hoch. Also, der stürzt dabei nicht direkt ab. Der gleitet sehr gut voll beschleunigt. Ein bisschen pendeln lassen. So, jetzt lasse ich los. Ich mache gar nichts. Sehr pendelstabil nach wie vor. Das ist schon mal schön.
Das mit der Hinterkante, dass die so komisch steht, das ist irgendwie, wundert mich das, weil wenn ich vorbeifliege, sieht die Bremse vernünftig aus. Die sieht nicht aus, als wäre das zu viel gezogen. Ja. Oder sind das nur die paar Leinen im Mittelflügel? Oh, ganz schwierig zu sehen. Ich glaube, die ist einfach nur, da stimmt die Spannung noch nicht. Aber vorne sieht es jetzt auf jeden Fall besser aus. Alter, wie der abgeht, voll beschleunigt. Jetzt voll beschleunigt und jetzt halte ich ihn einfach schön. Lässt sich perfekt steuern, auch voll beschleunigt. Das ist ja nicht normal. Das machen ja manche Schirme nicht. Die haben dann so eine Steuerwirkrichtungsumkehr, dass man halt rechts steuert und die fliegen dann nach links. Macht er aber überhaupt nicht. Der Helikopter ist einfach der Wahnsinn. Ich lasse jetzt einfach mal schlagartig alles los. Zack. Okay, jetzt haben wir einen leichten Verhänger. Den wird er so nicht... Doch, hat er selbst rausgebracht. Geil. Machen wir das Ganze mal mit einer Spirale. Nochmal mit Beschleuniger hoch. So, ein bisschen zu viel Gas. So, Spirale zeigt jetzt natürlich, ob die VCT jetzt ein bisschen besser ist. Mal rein mit der Fuhre. Ich mache jetzt nichts mehr. Auspendeln lassen. Kein Klapper. Alles super, fliegt. So, mal die Spirale nochmal ein bisschen heftiger ansetzen. So eine Umdrehung mehr machen. Der Himmel sieht so hammermäßig aus. So ein richtiger Fotohimmel irgendwie. Also, nochmal die Spirale. Schön rein damit. Schneller, 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 schneller. Jawohl, ich mach gar nichts. Ich mach nichts. Perfekt. Super ausgewogen. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und voll beschleunigen. Wie schön der die Höhe hält. Das ist echt super. Boah, also. Das ist ein Riesenschritt vorwärts. Mehrere Schritte auf einmal vorwärts, würde ich sagen. Die VCT funktioniert wesentlich besser. Also, sie steht stabiler, sagen wir es mal so. Man muss ja jetzt noch gucken, ob sie auch wirkt. Das kann man aber jetzt in den ruhigen Bedingungen, die ich jetzt habe, überhaupt nicht testen. So, mal durchnicken lassen, beschleunigt. Sehr schön. Und wieder beschleunigen und hoch damit. Geil! Der fühlt sich so gut an. Nochmal Motor ausmachen. Nochmal ohne Motor abreißen. Ah. Wesentlich anspruchsvoller, aber das ist klar. Also Helikopter ohne Motor, hohe Schule, und jetzt habe ich den auch nicht besonders sauber eingeleitet. Dafür sah er eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also wenn ihr Helikopter macht, ne, ist ganz, ganz wichtig, kann man kurz vormachen, ihr werdet die von mir immer nur rechts rum sehen, zumindest bei einem Antrieb, der von hinten gesehen rechts rum dreht. Wenn man die links rum macht, dann kann sich das Flugsystem eintwisten. Und zum Helikopterfliegen einfach viel Gas geben, ein bisschen anbremsen, dass der Schirm hinten bleibt und dann im richtigen Moment
also kurz vorm Abriss dann entsprechend rechts steuern mit der linken Hand. Also ich mache jetzt Mode 1, linke Hand mache ich jetzt gar nichts mit der Bremse. Und dann zum Ausleiten ein bisschen Gas wegnehmen, dass der Schirm nach vorne kommen kann und vor allen Dingen das Rechtssteuer loslassen. Bei manchen Schirmen dann ein bisschen nach links bremsen, also nach links steuern, dass die Drehung halt auch entsprechend gestoppt wird. Aber das ist meistens nicht nötig. Ja, ich würde sagen, gehen wir nochmal früher mal einen kleinen Full Stall, ne? Also ich habe jetzt überhaupt nicht irgendwie das Bedürfnis, hier irgendetwas dran umzutrimmen, außer die Ohren vielleicht minimal zu stützen. Aber dieses leichte Einrollen, das finde ich jetzt überhaupt nicht unangenehm. Das kann man eigentlich theoretisch auch so lassen. So, mal voll durchbremsen. Jetzt voll durchgebremst. Sehr schön symmetrisch. Geiler Backflight. Sehr, sehr gut. Langsam die Arme nach oben, langsam nach oben und anbremsen, sobald der Schirm nach vorne geht. Um halt zu starkes Vorschießen zu unterbinden. Auch da jetzt, ich wollte eigentlich so eine Art kleinen Mini-Helikopter machen im Geradeausflug, aber der ist mittlerweile so gutmütig, dass das überhaupt nicht möglich war. Ich bin total begeistert. Halb beschleunigt jetzt. Irre schnell. Erstmal voll beschleunigen, jetzt ist voll beschleunigt. Lässt sich auch sehr gut noch um die Kurven nehmen. Wird etwas unruhig im gesamten Schirm. Die Ohren, aber das ist nicht schlimm, das darf er ruhig machen. Er muss ja auch ein bisschen Gelegenheit haben, was auszusteuern. Kleiner Entlastor über die Mitte, auch nichts Wildes. Gas raus. Hört euch das an. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat jetzt. Zack, da war was ziemlich krass. Das muss ich jetzt, aber da habe ich jetzt gar nicht gesehen, was es war. Das muss ich dann hinterher auf dem Video nochmal mehr angucken. Es war einfach wahrscheinlich viel zu viel beschleunigt. So, voll durchbeschleunigt jetzt. Gar nicht gebremst, also ich habe jetzt nicht reagiert, um Kappe zu stabilisieren oder das Ohr zu stabilisieren oder sonst was. Sieht sehr gut aus. Man könnte jetzt an den Spannbändern, die sind nicht ganz gespannt, da könnte man jetzt hingehen und die etwas kürzer machen. Da bin ich jetzt gerade im Überlegen, um die ganze Kappe vor allem im beschleunigten Flug zu stützen. Vorderen Spannbänder kürzer machen und die hinteren sind auch nicht ganz gespannt, also da vielleicht mal dran gehen. Kann man überlegen, wenn der nächste Prototyp halt so entsprechend zu machen, mit der Option dann auch wieder zurückzugehen, weil damit kann man auch viel kaputt machen. Ja, ansonsten 3,5 Kilo, sehr, sehr fein das Ganze. Unheimlich harmonisch am Knüppel, also der fliegt wirklich schön. Das ist ich meine, also ist der Wahnsinn. Und er steht wesentlich besser als vorher. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut das Ganze. Ja, also, ich würde sagen, das war doch schon mal extrem erfolgreich. Sehr, 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 sehr guter neuer Prototyp. Kommen wir mal zur Landung. Boah, wieder durchzieht. Wahnsinn, also die Gleitleistung. Ich würde sagen, was die Gleitleistung angeht, macht er so einen guten Eindruck, da ist er fertig. Ja, jetzt wollen wir mal in Thermik fliegen, ne? Und ein bisschen ruppigen Wetter und so weiter. Aber jetzt können wir mal anfangen, ja, mit den harten Tests. Das war auf jeden Fall jetzt schon mal eine coole Geschichte. Schöner erster Eindruck. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja. Ja. Euer Werk sozusagen. Alles klar. Wir hören voneinander. Bis dahin. Euer Joe.
So, und wie in jedem guten Film gibt es dann noch den Director's Cut und das Bonusmaterial. Und hier in Form von 2,6 Kilogramm 4S 5000 mAh hatte ich gerade noch voll von Bad Neustadt an der Saale. Einfach mal rein damit und dann wollen wir mal unterlastet fliegen. Ne? Ist auch immer sehr interessant. Los geht's! Unterlastete Schirme neigen dazu, früher einzuklappen. Also sind erstmal deutlich langsamer, das ist klar. Das sieht man auch sofort. Neigen dazu, früher zu klappen. Und vor allem früher negativ zu drehen. Das heißt, dass die, wenn man halt Kurven fliegt, dass der Schirm dann eher in einen Helikopter geht, als sich in die Kurve reinzulegen. Das sieht man jetzt hier auch bei der Rechtskurve. Der Schirm legt sich nicht mehr in die Kurve rein. Er paddelt sehr, 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 sehr flach. Und jetzt haben wir die ersten Öhrchen drin und so. Nicht so schlimm, aber der ist echt zügig, auch für 2,5 Kilo jetzt. Das ist nicht schlecht. Und ist noch gut fliegbar. Also das ist jetzt nicht so, dass er jetzt so krass Helikopterneigen, also Negativneigungen hat. Wollen wir jetzt hier den Helikopter halt selbst mal fliegen. So. Die Sinkrate ist so genial. Ist einfach nur mal ein Versuch, was passiert, wenn man mehr Gas gibt. Wolkenbild, ey. Ich kann mich die ganze Zeit an diesem Wolkenbild ergötzen, da gegen die Sonne. Das ist so cool. Ich hoffe, das kommt auf dem Video gut rüber. Und vielleicht kann ich das ein oder andere Foto herausziehen, weil diese Kamera, die ich hier benutze, die ist sehr gut geeignet, um aus Videos heraus Fotos zu extrahieren. Das mache ich halt ganz gerne. Vielleicht kann man das ein oder andere coole Bild hier machen, ne? Zum Beispiel hier jetzt so. Klasse! Wenn ihr unterlastet fliegt, fliegt sehr aktiv mit dem Beschleuniger. Das hilft echt gut. Also jetzt zum Beispiel für so enge Kurven oder so ruhig mal beschleunigen dann. Da kann man viel mit, sagen wir mal, retten. Gerade wenn der Schirm sich nicht reinlegen will, da geht dann eine ganze Menge. Sehr cool. Das Geile ist, wenn man jetzt so unterlastet fliegt, dann braucht man halt viel, 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 viel weniger Gas und kann dann mit ganz, 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 ganz wenig Strom locker durch die Gegend cruisen. Wir können ja mal gucken, was ich jetzt an Strom habe. Ich muss jetzt mal eben gucken, dass wir da nicht in die Bäume fliegen, während ich auf den Sender gucke. 5,2 Ampere. Das ist Psychohammer-Niveau. Leute, wir sind hier auf Psychohammer-Niveau. Der Psychohammer ist bis dato immer noch, zumindest was man halt kaufen kann, das Teil, was am hammermäßigsten gleitet und am wenigsten Strom braucht. Und ich glaube, ich steige sogar. Wir fliegen den Psychohammer eigentlich so mit 5,5 Ampere im Bummelflug mit dem System und dem Gewicht. Es ist tatsächlich ein leichter Steigflug. Das heißt, ja, mikrominimal jetzt zurückgegangen noch mit dem 4,8 Ampere. Gucken, ob das jetzt noch reicht, um die Höhe zu halten. Ich glaube schon. Sehr, sehr gut. Also, ich filme das mal ganz kurz, dass ihr das auch glaubt, weil das ist ja unglaublich. Die Kamera vom Dach nehmen hier und dann hier oben. Da steht der Wert, direkt ermittelt vom
Also über die Telemetrie vom Regler. Ich hoffe, das konnte man jetzt lesen. Das ist ja der Hammer. Das ist ein direkter Indikator dafür, wie effizient. 4,7 Ampere lese ich jetzt sogar. So, selbst mit dem 5000er Akku, rein rechnerisch, wäre damit ein 5000er Akku, wenn man dann ganz leer fliegen würde, eine Flugzeit von einer Stunde möglich. Das ist Effizienz, würde ich sagen. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Leute, das macht richtig Spaß. Ich fliege ja sowieso sehr, sehr gerne leicht. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der mit 2,6 Kilo noch so gut geht, weil wir haben ja immerhin 3 Quadratmeter, ne? Das ist jetzt überhaupt nicht schwierig zu handeln. Aber wie gesagt, also unterlastet wird ein Schirm unter Umständen schwierig zu handeln. Aber ist jetzt hier überhaupt nicht. Selbst wenn man übersteuert nach rechts, dann wird diese Negativtendenz, ich zeige das mal kurz ein bisschen auf Höhe, dann kann ich es mal gehen lassen. Ich habe das jetzt hier unten gefühlt, aber in der Höhe kann ich zeigen, was passiert. Also wenn ich jetzt hier zu weit rechts steuere, dann geht der ganz sanft in die Negativdrehung, halt so. Aber man hat super viel Zeit zu reagieren. Ist das schön. Es ist total sanft, in den Helikopter reinzusteuern und auch wieder rauszusteuern. Man sieht halt wirklich, ich brauche hier einfach gar nichts zu machen. Ich steuere einfach nach rechts, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wenn ich es übertreibe, geht er dann in den Helikopter. Und zum Ausleiten, ja, einfach nachlassen, ne? Aber selbst wenn ich nicht in den Helikopter will, dann ist die Rechtskurve immer noch nicht schwierig zu steuern. Also man sieht das. Ich kann ganz normal hier Rechtskurven fliegen. Und wenn ich die sogar ein bisschen, bisschen enger rumziehen will, dann beschleunige ich dazu ein bisschen. Dann wird der Beschleuniger sehr, der Helikopter sehr unwahrscheinlich. Und man sieht auch mit dem Gewicht sehr, sehr enge Rechtskurven möglich. Rechtskurven, ich reite immer auf den Rechtskurven rum, weil Rechtskurven sind halt schwieriger als Linkskurven, weil das Motordrehmoment halt gegen die Drehrichtung arbeitet. Deshalb sind Rechtskurven da an der Stelle, gerade wenn man sehr, sehr leicht fliegt, deutlich anspruchsvoller als Linkskurven. Weil man kann ja jetzt mal hier vorbeifliegen, einfach mal kurz. Und jetzt ein Helikopter, eine Umdrehung nur. Und dann in die Richtung weiterfliegen. Sehr schön. Das war jetzt nicht sauber geflogen, aber sah cool aus. So, und dann mal voll beschleunigen und hoch damit. So, jetzt sind wir an dem Punkt. Ja, okay, da ist er halt nicht mehr so einfach zu halten. Nochmal. Ja. Jetzt, also mit dem Gewicht ist er nicht mehr so einfach voll beschleunigt zu steigen. Da muss man ein bisschen mehr Gefühl haben. Dann geht's auch, aber mit 3,5 Kilo gerade war es für Doofe und jetzt ist es für ja, fortgeschrittene Anfänger, würde ich fast sagen. Eher fortgeschritten. So, nochmal Full Stall. So, und rausnehmen. Kleinen Klapper kassiert, aber nichts Wildes. Einfach mal ein bisschen gleiten lassen. Ja Leute, also, um das Video jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, lande ich jetzt mal. Also ich habe richtig Spaß mit dem Flügel. Der ist jetzt fast noch über mich drüber. Das ist einfach der Knaller. Und ich glaube, das Bonusmaterial, das bringt es auch nochmal voll. Also, ja, wieder etwas längeres Video.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, euer Joe.